die Lina, die ist 2 Jahre alt und die hat mich eigentlich auch hierher zur Babyzeichensprache gebracht. Ich bin hierher gekommen, weil ich Sozialpädagogik studiert habe und dann eben meine Tochter bekommen habe und mit ihr Babyzeichensprache gemacht habe. Die Lina, die ist 2 Jahre alt und mit 10 Monaten hat sie dann schon immer gezeigt, noch einmal, meistens beim Spielen, ich will noch einmal schaukeln oder ich bin fertig. Und das war natürlich super toll, dass sie musste nicht schreien, sondern sie konnte es uns einfach zeigen und wir haben sie ganz gut damit verstanden. Das bereichert unser Leben so arg und hilft uns so in unserem Alltag. Ich muss das einfach an alle Mamas weitergeben, was wir hier eigentlich gelernt haben. Pro Stunde gibt es ein bestimmtes Alltagsthema, zeige ich den Papas und den Mamas die passenden Zeichen dazu, wie zum Beispiel das Zeichen für Stillen oder Milch oder auch das Zeichen für Essen. Aber wir haben auch eine Tierstunde und da kommen die Tiere vor, der Vogel zum Beispiel oder der Elefant, der Hund oder auch die Katze. Und diese Zeichen wenden wir dann einfach an. Nicht nur wie in einer normalen Spielgruppe, dass wir singen und tanzen und uns bewegen, Bewegungsspiele machen und Kniereiter, sondern dass wir eben gleichzeitig auch die Babyzeichen einbauen. So können die Eltern die ganz gut üben und zu Hause auch umsetzen. Das Ziel ist einfach nach den Stunden, dass die Mamas und Papas ein paar Zeichen mit nach Hause nehmen können, die sie den Kindern zu Hause im Alltag zeigen können. Und das gibt dem Kind ganz viel Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit und das ist ja eigentlich das oberste Ziel in unserer Erziehung, dass wir die Kinder darin bestärken wollen. Und deswegen bieten wir ihnen Zeichen an, wie zum Beispiel noch einmal oder fertig, damit sie sagen können, wenn sie noch mehr essen wollen oder wenn sie noch einmal etwas spielen wollen oder wenn sie fertig sind. Das erleichtert nicht nur unseren Alltag, sondern es bereichert ihn unheimlich, wenn wir spazieren gehen mit unserem Kind und das Einjährige zeigt auf einmal Blume. Und wir sind, du siehst eine Blume. Das würden wir gar nicht wissen sonst, weil das könnt ihr ja gar nicht ausdrücken.